heute werden Ben und ich wieder neues TNT testen. Dafür sind wir hier in diesem wunderschönen Dorf, was auch ein bisschen komisch aussieht, weil manche Häuser sehen anders aus. Und Leute, wir haben einerseits meinen Kumpan Benson hier. Moinsen. Und andererseits haben wir da drüben ein ganz, ganz komisch aussehendes Haus. Das ist, glaube ich, ein TNT-Shop. Ich dachte, als ich zuerst gesehen habe, dass das TNT explodiert gerade. Ja, das ist eine kleine optische Täuschung hier. Habe ich natürlich selber gebaut, Leute. Gar kein Problem. Das sieht fresh aus. Gehört der Laden dir, oder wie? Ja, gehört mir, aber meine Items muss ich trotzdem irgendwie beschaffen. Und zwar haben wir hier einmal eine kleine Ausrüstung hier für den Anfang. Elina mit meinem Trick. Ups. Hey, Junge. Ich hab's hier alles geklaut, tut mir leid. Elina, das geht aber schneller. Pass auf. Sauber, Ben. Du warst wenig überrascht. Ja. Wir haben hier den TNT-Shop und wir haben hier ganz viel neues TNT-Zeugs. Dynamit, eine Fernbedienung, eine Bombe, Meteor-TNT, viermal TNT. Ach, das fehlt. Perfekt. Oh, es ist von Zauberhand da doch erschienen. Das hat wohl nicht geladen. Kam gerade der Lieferant nochmal, DHL-Paket. Genau, mega TNT und das Haus-TNT. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Haus-TNT an, weil kann ja nicht schaden. Wir haben hier auch nochmal ein bisschen Schwarzpulver, versteckt. Bisschen Sand. Oh. Und dann brauchen wir dafür jede Menge Holz und natürlich TNT. Und dann können wir das gleich craften und einmal ausprobieren. So. Craften. So, wir brauchen ja nur, also wir brauchen ja wirklich nur Holz. Ja, wir brauchen only Holz. Wir brauchen eine Holztür, wir brauchen eine Werkbank. Wir brauchen diese komplett umrandeten Holzstämme, die mega teuer sind. Weil dafür braucht man nämlich 4 Holzstämme. Und ich glaube, wir brauchen 5 von diesen Komplettdingern. All-Inclusive-Paket hier. Aber dann haben wir zumindest erstmal relativ viel. Ja, geil. Wir farmen Ressourcen und die dann in deinem Shop zu kaufen und dann kriegst du alles gut. Nein, das ist ja nicht. Also ja, ist mein Shop, aber ich muss erstmal die TNTs muss ich hier testen. Ja, weißt du, weil das kann ich ja nicht verkaufen, wenn ich nicht getestet habe, wie haben geil das TNT ist. Haben wir keine Zulassung in Deutschland? Ah, so ein TNT-Shop in Deutschland zu eröffnen, ist schon sehr schwierig. Ist schon schwierig, sagst du. Ja. Glaube ich auch. Ist eine schwierige Geschäftsidee. Also ich habe 22 Stämme. Aber die Geschäftsidee ist Bombe. Okay, ich habe relativ viel Holz schon. Ich glaube, das könnte eventuell sogar reichen. Ab in den Shop und dann craften wir das doch mal. Okay, hier haben wir direkt eine Werkbank. Da haben wir noch mehr Holz. Perfekt. Wir brauchen alles einfach nur 2 Türen erstmal. Bumm. Dann brauchen wir noch die Werkbank. Die haben wir auch. Bumm. Und dann brauchen wir noch dieses ganze andere Holz. Zack. Das reicht schon. Okay, war gar nicht so teuer und das ging relativ flott. Und dann brauchen wir natürlich noch das TNT, Alter. So. Und so haben wir dann ein TNT gecraftet. Und dann craften wir das jetzt nach TNT in die Mitte, nach oben die Werkbank und hier einmal Eichenholz. Bumm! Ich hab's, Benson! Nice! Okay. Oh, mit es kann einem sein. Dach. Das sieht stark aus. Es kann sein, dass wir brauchen. Pfeif muss richtig heftig auf Klo. Wie schon hier vielleicht im Hintergrund hört. Wir brauchen aber leider noch ein Feuerzeug, der ist mir gerade aufgefallen. Der kriegt es da bis nach China, ey. Ja. Der kommt gleich. Der kommt gleich hier aus dem Boden. Oh, er ist so heftig am Kacken. Oh, nee. Pfeif macht da immer diesen Kackblick. So, wir holen uns mal ein bisschen Kies. Zack, zack. Warum machst du es mit der Hand ab, wenn du eine Schaufel hast? Keine Ahnung, Gewohnheit. Okay. Ich hab doch auch. Aber Eisen. Haben wir auch Eisen? So, nö. Das ist die Frage. Hm, hier ist so eine Höhle. Sieht ein bisschen höhlig aus. Hab Eisen. Ich hab kein Eisen. Schade. Hast du genügend? Ja, eins. Mehr brauchen wir nicht. Oder? Nee, mehr brauchen wir erstmal nicht. Das sollte reichen für die ganze Folge, ein Feuerzeug. Nee, wirklich. Ach so. Warum lachst du? Ja, wir brauchen einen Ofen, ich brauche eine Werkbank. Kein Problem, mach ich sofort, Alter. So, Werkbank, bumm, bumm. Und dann machen wir, oh, verdammt, ich brauche einen Stein noch. Oder so, zack, zack. Du machst das mit einem Setzling? Ich habe nichts anderes, was soll ich da sonst reinmachen? Reichen 2 Setzlinge für einen Burn? Oh, das wird knapp, Elina, das ist knapp. Oh, ja, oh. Es hat gereicht, perfekt. So, Feuerstein haben wir hier, Feuerzeug, bumm. Dann essen wir hier diese Karotte und dann können wir das TNT abzünden. Okay, wo denn? Bist du bereit, das TNT zu zünden? Ja. Warte, ich traue mich nicht hier, nicht direkt neben dem Shop. Der geht kaputt sonst, weißt du? Ja. Ich glaube, hier können wir es bauen. Okay. Oh mein Gott. Du musst es aber noch anzünden. Ich hab's aus Versehen platziert, ich hab gar nichts gedrückt. Ich dachte, es explodiert instant. Oh mein Gott, ich bin überschreckt. Okay, zack.
Okay. Abstand! Und? Oh, boom, es baut boom, ein kleines boom, Haus. Boom. Hey, wir haben Hi gesagt. Hi. Villager-Haus. Ist hier eine geile Kiste drin? Nein. Ja. Was ist das für ein Bett? Gar nichts drin. Ja, aber schon schwaches TNT. Hast du das Bett geklaut? Ja, es ist halt nicht gedroppt, es war aber auch so verpackt. Die können es eventuell noch mal. Ja, ist ein kleines, schönes Villager-Häuschen. Lass mal drei übereinander ziehen, wie das dann aussieht. Wir können mehrere machen. Lass mehrere machen. Warte. So, ja, aber der braucht irgendwie. Ja, warte, das ist ein Loop, Elina. Was denn? Achso. Ja, weil wir kriegen Holz, deswegen. Oh, warte, ich habe. Da kannst du mit dem Holz wieder neues TNT und so weiter. Weißt du? Ja, warte, ich crafte. Warte, wir machen einfach ganz viele. So. Zack. Habe ich ein bisschen TNT hier. Ups, falsch gemacht. Bumm. Zack. So, und dann brauche ich in der Mitte das TNT, oben die Werkbank. Da, warte, wir brauchen noch eine Werkbank mehr. So, die Türen rechts, links und dann dieses Holzdings. Bumm. Jetzt habe ich zwei solche TNTs. Bumm. Und yes. Oh. Ah, ich kann nur eins platzieren. Aber kommen da jetzt andere Häuser raus? So. Nee, ist exakt dasselbe. Aber ich kann das an. Ey. Ja, doch, ich hab's irgendwie ganz komisch platziert, Ben. Das ist verpackt im Boden. So, wir machen das nächste, das wird leider im Boden. Ja, das ist ja auch das erste TNT, das ist immer am schlechtesten. Nee, es ist immer das selber. Ah, wir haben Freeholz. Schade. Okay, gucken wir mal beim... Was brauchen wir fürs nächste? Ja, das ist eine gute Frage. Wir müssen auf zum Shop. Okay, das hier... Boah, jetzt brauchen wir aber einen Ende-Drachenkopf für das Mega-TNT. Nee, lass lieber das hier machen. Das ist viermal TNT. Das ist viel einfacher. Das kann ich sogar instant machen. Bumm, ich hab's sofort. Okay, viermal TNT. Hier steht auch viermal drauf. Also ich schätze ungefähr, dass... Das wird ungefähr nur viermal so gut sein. Ungefähr, so Pi mal Daumen. Okay, ich platziere das jetzt hier. Nein, es ist im Boden gebackt. Das ist ganz runtergefallen irgendwo. Ah, hier ist es. Ich hab's gefunden. Das ist eine Höhle. So, ich hab's ausgegraben. Zack. Okay. Ja, das wird schon stark sein. Vier TNT. Oh, es hat sich... Ah, spawnt vier. Ja, okay. Es hat sich in vier TNTs... TNTs gemacht. Ich denke jedes Mal, dass da hinten ein TNT zündet. Ne? Mein Güte. Ja, das ist das Mega-TNT. Das werden wir auch noch machen. Das wird spannend. Aber dafür brauchen wir halt den Enderdrachenkopf. Vielleicht hat das was mit dem Haus zu tun. Aber ach, mal stimmt, da gucken. War so ein Endhaus. Wir haben hier noch relativ einfaches TNT. Redstone und Eisen. Wir haben hier auch noch Fäden, die wir bräuchten. Also ich glaube, es wäre, glaube ich, am schlauesten, wenn wir jetzt erstmal eine Höhle aufsuchen, weil wir brauchen ja sowieso Eisen und Dia-Tools und so ein Kram. Und deswegen suchen wir einfach mal eine Höhle. Dia? Ja, Dias für Obsidian abbauen. Ah, da aber das Obsidian ist Crying Obsidian. Ja, kriegen wir instant. Out of normales Obsidian. Wir finden ein verlassenes Portal und dann zack, haben wir weinen Obsidian und mass. Okay, wir haben hier ein bisschen Eisen, das brauchen wir natürlich. Wir haben hier auch scheinbar irgendwo eine Mine. Das heißt, eine Mine ist sehr praktisch für Fäden, die wir eh brauchen. Da drüben sind Fäden. So, brauchen wir Tropfstein? Ich glaube nicht. Oh, ich glaube, hier ist ein Spawner. Ich glaube, ich habe mich hier in den Spawner gegraben. Aua, Mini-Zombie, geh mal weg, Alter. Hä? Double-Mini-Zombies? Das ist ein Mini-Zombie-Spawner. Das ist ein normaler Zombie-Spawner. Aua, jo. Alter, der hat fast den Varro-Titan-Walls-Gewinner getötet. Du hast mich gehauen und hier ist ein Zombie-Spawner. Okay. Mit this Redstone. Das ist ganz praktisch. Bei Redstone brauchen wir Fäden. Dann haben wir die Fäden schon mal. Ich hab auch Fäden nochmal. Geil, okay. Ich glaube, wir haben genügend Fäden. Aber wir müssen noch ein bisschen runter. Oh, nee, sie hat mich vergiftet. Hä? Ich treffe sie nicht. Die hat X-Ray oder so. Aber wir brauchen auf jeden Fall auch noch mehr Eisen. Das reicht nicht, weil wir brauchen, glaube ich, 7 Eisen für das eine Crafting-Rezept. Und natürlich noch 3 Eisen für Dia-Spitzhacke. Ich habe 9. 3 Eisen für die Dia-Spitzhacke. Hä? Ist doch richtig. Also, die wir später brauchen, um die Dias abzubauen, weißt du, da habe ich schon ein bisschen zu viel gedacht. Oder zu wenig. Je nachdem, wie man es sieht. Zwei. Wir brauchen einen Ofen. Zack, ich mache einfach 4 Öfen, weil ich es kann. Bam, 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 bam. Und dann fülle ich das Ganze mit Kohle. Ich habe genug Eisen. So, zack, ich habe auch genug Eisen selber. Warum farm ich das überhaupt? Keine Ahnung, Ben.
Keine Ahnung, was du da immer machst. Ey, kannst du mal bitte weggehen? So, zum Glück haben wir ein paar Karolos. Und dann kann ich hier schon mal die Eisenbarren holen. Zack, zack. Ey, ich habe ja noch mehr Eisen hier. Auf welcher Höhe sind wir? So. 34, das ist extrem hoch für Dias. Never dig straight down. Hier kann man, glaube ich, auch runtergehen. Denn das ist eine Spaghetti-Höhle, weißt du? Es gibt Spaghetti-Höhlen und Cheesecake-Höhlen. Hat Minecraft echt so gesagt. Offiziell bestätigt. Ja. Woran unterscheiden die sich? Das eine ist so groß und das andere so wie Gänge, oder? Ja, genau, richtig. So, okay. 12 Eisen reicht, glaube ich, für unsere ganzen Rezepte. Dankeschön. 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 Du kannst jetzt aufhören, mich zu schlagen. Ich kann auch nichts dafür. Es ist halt Schwungkraft. Okay, ich mache mir auch noch... Nee, ein Schwert mache ich mir nicht. Dafür reicht das Geld nicht mehr, oder? Doch, dafür reicht das Geld noch dicker. So, dann habe ich mir auch noch ein Schwert gemacht. Und dann können wir das Ganze hier abbauen. Und dann suchen wir uns mal einen Weg nach ganz unten. Oh, ganz nach unten. Wir werden hier ganz schön hier genervt. So, ich glaube, es ging hier... Oh, wie viele Zombies wollen hier rauskommen? Die müssen wir abbauen. Der stört mich. So, zack. Ah, hier geht's brutal runter. Okay, da sollten wir auf jeden Fall runtergehen. Ich hole mir noch mal ein bisschen Kohle. Oh Gott, oh Gott. Wie kommen wir hier runter? Ey, da unten ist ein Dia. Da unten ist ein Dia, Ben. So, ich baue mich hier einfach ein bisschen straight up runter. Und da unten ist auch Redstone. Das heißt, wir können gleich die nächsten Sachen machen. Das sind zwei Dias sogar. Okay, stark. Ich muss mich von hier runterfallen lassen. Ich sag nämlich da. Ich sag nein. Ich mach diesen hier. Ruhe. Stark, easy Ben. Sogar. Boah, zwei Herzen, ey. Das war aber alles andere als easy. Okay. Voll Eisen? Ja, ja. Ich auch geil, dass du mit... Ach, ich hab ja auch voll. Ja, ohne Witz. Wolltest du mich gerade hier wieder haten? Kann das vielleicht sein? Melina, bau die Dias ab. Ich hab keine Eisenpickel. Ich bau die Dias ab. Wir haben einen Dia. Kann ich noch zwei sein. Ja, hoffentlich mehr. Nein, es fehlt uns genau ein Dia. So was ärgert. Aber bau noch mal einen Block ab. Wir sind manchmal nicht connected. Okay, warte. Nee, das hier sieht nicht so aus. Aber wo war der andere Dia? Also keine Ahnung, wo der war. Aber da drüben bei Ben wird safe irgendwas sein. Das sind meine Dias. Redstone reicht mir auch schon. Ja, das kann ich, glaube ich, abbauen, ohne zu sterben. So. Ich fühle noch niemand so eine tiefe Mine gesehen. Die ist bei über minus 50. Boah. Boah, ich habe hier eine Kiste aus der Mine. Mhm. Vielleicht Dia. Und? Ah, nee, aber Eisen. Ich gehe mal ein bisschen in die Richtung. Hier ist sehr viel Skalk auf jeden Fall. Reicht das Redstone? Das reicht, glaube ich. Hab Dias. Oh, dann komme ich doch zu dir. Zweimal Dias sogar. Diamanten. Boah, wo ist Ben wohl lang gegangen? Da. Bin seitlich in dieser nächste große Höhle gelaufen. Ah, ich sehe hier in dir. Ja, du bist da. Hier. Hallo. So, zack. Hier ist die Höhle. Dann kann ich mich hier hochbauen. Und dann habe ich hier die Diamanten. Okay, war nur einer. Aber drei Dias reichen doch erstmal. Da oben ist doch. So, aua. Hier oben ist noch einer. Kümmer dich mal um die Spinnen, Alter. Danke. So, okay. Dann würde ich sagen, von den Dias her reicht das. Die Frage ist nur, wenn wir jetzt hier schon eh bei Lava sind, macht das nicht dann auch Sinn, eine Lavasee zu finden und da ein bisschen Obsidian zu farmen? Ja. Wie viel brauchen wir denn? Nee, warte, da war die bessere Höhle. Da habe ich schon einen Lavasee gefunden. Ich glaube, wir brauchen so 4 Obsidian und 4 Crying Obsidian. Aber das ist ja hier ein bisschen schwierig, weil hier haben wir ja kein verlassenes Portal. Ich bin ein Dia-Spürhund. Ja, krass, Ben. Stark, dass du dabei bist. Ja, dass wir quasi ja initial beide daran vorbeigelaufen sind. Ja. Weil das war genau der Weg, von dem wir beide gekommen sind. Ja, braucht man ja nicht sagen. Okay, da drüben, wo ich Redstone abgebaut habe, da war so ein Lavasee. Also, was heißt See? Es reicht für 4 Smaragd. Obsidian. Ah, hier unten ist, ja. Okay, dann mache ich eine kurze Werkbank. Hoppla, habt aus Versehen 2 gemacht. Dann mache ich hier einen Stock, dann mache ich hier, zack, eine Dia-Spitzhacke. Und dann, verdammt, brauchen wir natürlich noch Wasser, um das Ganze hier zu verarbeiten. Aber da drüben ist eh Water. Oh nee, hier drüben ist eh Obsidian. Ja, gut. Mache ich das halt so. Zack, dann nehme ich hier das Wasser einfach weg und dann baue ich hier den Obsidian ab. Theoretisch könnte ich die auch eine Spitzhacke machen, dann können wir ein bisschen schneller abbauen. Okay, 2 Obsidian habe ich. Ach, du baust schon ab? Ja, na sicher.
bin anders wart schnell. Wart hier an diesem See? Ja, NPC. Hä? Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier abbaue. Aber wo? Von da, wo wir gekommen sind, quasi. Ein bisschen weiter unter. Aber ich baue vorsichtshalber 5 ab, weil ich bin mir nicht sicher, ob das 4 oder 5 Obsidian waren. Alright, dann haben wir, glaube ich, alles, weil ich habe 6 Obsidian. Ich habe 6 Obsidian? Okay, komisch. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal nach oben und basteln uns ein paar TNTs. So, okay. Wir wollen... Ach, Mensch. Wir wollen das hier erstmal bauen. Void Remote Control. Keine Ahnung, ob das überhaupt ein richtiges TNT ist. Könnte halt auch für das Void-TNT sein, das dann hier die ganze Welt sprengen wird. Hm. Huh? Habe ich nur so gesagt. So, zack. Wir brauchen Redstone hier oben und wir brauchen hier alles mit Eisen voll. Zack. Und dann habe ich hier diese Fernbedienung. Ich habe Angst, was sich passiert, wenn ich die jetzt drücke. Void Remote Control. Das lasse ich lieber, glaube ich, erstmal noch, oder? Das machen wir später. Aber hier kann ich richtig viel machen, weil ich richtig viele Fäden habe. Und zwar kann ich hier einfach mal ein bisschen TNT machen. So, und dann kann ich hier, bumm, und bumm. Dynamit machen. Kannst du auch machen. Ja, das mache ich auch gleich. Dynamit geht mit Schwarzpulver einfach nur, chillig. Schwarzpulver und Faden. Und dann habe ich hier, bumm, Dynamit. Okay, dann platzieren wir das einfach mal und hoffen, es passiert was Cooles. Ben, willst du ein Testobjekt sein? Oh, ja, okay. Okay, erstmal das Dynamit. Übrigens das hier bekommen. Ach so, cool. Bist du bereit? Oh, warte. Zum Platz haben? Ja, bin bereit. Und zack. Dynamit arbeitet. Ich seh's nicht. Ah. Okay. Boah. Nigelina, nicht so. Schwach, ey! Schwach. Was denn? Ich hab nichts gemacht. Also ich dachte, bist du nochmal reingeschmissen. Nee. Ich wollte nur, dass dann du hier rauskommst. Dann platzier jetzt hier rein die Bomb. Oder aber schmeiß dann, hier rein. Oh nein. Du hast es rausgeboostet. Boah, das ist schon heftig. Die ist schon. Die ist stärker. Die ist schon krass. Ich stehe rein, ich stehe drin. Boah! Ich stehe drin. Aber ich glaube, du hattest auch nur Hälfte Leben. Also sie. Nee, ich hatte voll. Ach so, okay. Ja, dann ist die Bombe schon krass. Okay, wir haben noch das Launch-TNT. Launch-TNT natürlich. Wir haben noch Meteors-TNT. Wir haben noch das Void-TNT und wir haben noch das TNT hier. Ich glaube, wir suchen als erstes mal nach einem Ruined Portal und dann suchen wir erstmal Crying Obsidian und einen Kolben können wir auf dem Weg auf auch machen. Aber lass mal kurz diesen Haus vorbeischauen, das so ein bisschen komisch aussah im Dorf, weil... Weißt du, der hat einen Kopf. Ja, mal gucken, was der da hat, weil das scheint ja auch schon irgendwie besonders hier zu sein. So, hier ist es. Sieht auch lila aus, sieht sehr intmäßig aus. Besorge mir 2 Enderperlen und du erhältst ein Geschenk. Okay, das können wir auf unserer großen Reise einfach mal machen. Hier ist eins. Aber es sind nur... Es sind nur 2. Nur 3, genau. Aber warte. Oh, es ist noch Obsidian. Hier, drin, aber egal. Das reicht erstmal für den Anfang. Ist das... Ist noch drunter was versteckt? So, oh, ich habe hier noch eins. Hier ist ein drittes. Stark, Ben, stark. Ich baue hier dieses eine Crying Obsidian erstmal ab. Ja, zack. Aber wir haben nur 3, leider. Ja, eins fehlt noch. Das finden wir schon. Mann, das wäre geil jetzt gewesen, alle 4 auf einmal. Okay, das habe ich auch. Dann baue ich einfach mal diese Stufe hier ab. So, und dann muss ich einfach nur das hier zumachen. Zack, zack. Ah, Mist, das warte. Ich hab's gleich. Numero 3. Was bin ich hier sehend, meine lieben Freunde. Aua, aua. Aber das letzte Crying Obsidian, was wir brauchen, befindet sich genau hier vor meinen Augen. Dann brauchen wir nur noch... Schutz 3 Goldhelm. Oh. Möglicherweise ist das... Starke Dina, stark. Da oben ist noch einer. Das ist aber unser letzter. Ja, dann haben wir würde dich bitten. Ja, ich gebe mir Mühe. Warte. Oh, ui. Oh, in die Lava. Nein, nicht in die Lava. So, Ben, wir müssen uns noch um 2 Endermänner kümmern. Die müssen wir noch flexen. Hab einen. Meinst du, ich kann den ohne Boot flexen? Nein. Dann also geht schon, safe, aber... Aber ich hab wohl Eisen. Unstark. Na gut, Herr Endermann. Endermann ist schon stark. Bleib stehen. Geh in dieses Boot hier rein, okay? Nein, sie... Ich sehe nicht einen Mob, ey. Zack. Ja, da. So. Bitte drop eine Enderperle.
Yes! 1 von 2. Sieht wirklich nicht ein. Also, ich sehe Tiere hier ja, aber keine Mobs. Wo ist hier ein Enderman? Meine Güte, ich habe eine Hexe gefunden, bevor ich einen Enderman gefunden habe. Ja, Enderman ist seltener als Gold. Naja, Gold ist ja gar nicht so selten, sondern eher Diamanten. Aber Gold ist auch gut teuer. Enderman! Mein Boot ist hier. Zack, zack, zack. Wo bist du? Da bist du. Der droppt nicht. Nein, er hat auch einen Grasblock in der Hand. Lol, jetzt ist hier ein Enderman und ein Zombie. Bitte drop. Bitte drop. Bitte drop. Er hat seinen blöden Grasblock gedroppt. Ich bin mir sicher, deine Statistik scheint zu stimmen. Endermänner mit Grasblöcken droppen nicht. Sind Imposter. Oh nee, ich habe mein Boot vergessen. Och nee. Jetzt muss ich mein Boot neu craften. Da ist doch einer. Komm schon. Du droppst jetzt, okay? Du droppst. Schade. Komm hier. Komm her, lauf nicht weg. Ich will dich nur in mein Boot kriegen. Ja, Wolski. Du gehst erstmal weg. Erst. Okay. Bitte. Drop. Eine. Ender. Perle. Er hat mich verarscht. Ich hab. Ah! Hä? Was hast du? Ich hab ein Endermann. Oh nein. Nein, zwei. Ich hab zwei Endermänner. Oh, stark. Ich mache ein Boot kurz. Ich suche euch 10 Minuten, dann sind zwei nebeneinander. Das geil. Ist auch Quatsch, oder? Ja. Ich brauch nicht einen Rudel oder was? Im Ruhe. Da, let's go. Der erste. Und der droppt. Der hat gedroppt. Nice, dann haben wir den zweiten sicherheitshalber noch mit. Ja, warte, ich nehme den zweiten noch. Was sagst du? Droppt der oder droppt der nicht? Droppt nicht. Droppt nicht. Droppt nicht? Nee, droppt nicht. So, jetzt. Er ist im Boot. Und er droppt auch. Zwei. Oha, stark. Bin stark. Ich habe hier lustigerweise einen Rune Portal gefunden. Ich baue doch noch mal einen weinenden Obsidian ab, weil ich mir... Sicher ist sicher. Sicher ist sicher nicht, dass wir zu wenig haben. Herr Ender, Hausbewohner, ich bin da, lassen Sie mich rein. Das Schild ist weg und es sind Geschenke drin. Okay. Warst du die dem auch gegeben oder hast du, hast du den abgezogen? Also, naja, also... Ich am Drachenkopf. Wir haben es einfach geschafft. Stark, Ben. Okay, okay, okay. Hä, hey, guck mal, wie krass der aussieht. Der sieht... normal aus, hätte ich gesagt. Aber dann ist bei mir verbuggt. Bei mir schimmert der nämlich wirklich komplett gestört. Ach so. Nee, wir machen jetzt die neuen TNTs. Und zwar machen wir jetzt das Void-TNT und das Mega-TNT. Was ist stärker? Void. Void klingt schon sehr stark. Das würde ich am Ende machen. Das Mega-TNT ist, glaube ich, auch sehr stark. Nee, du kannst das craften von mir aus. Zack. Und dann mache ich... du brauchst ja noch TNT. Ist da noch was drin? Ja, ich hab doch hier. Ist da noch ein bisschen Gunpowder drin? Da ist noch ein bisschen drin, natürlich. Okay, dann machen wir mal ein bisschen TNT. Zack, bumm. Dann haben wir weinenden Obsidian und eine Wither-Rose in die Mitte. Weinender Obsidian. Halt, stopp, das war normaler Obsidian. War falsch. Nochmal. Wither-Rose in die Mitte und normaler Obsidian hier rein. Bumm, ich hab mein... Void-TNT, aber das mag ich noch gar nicht craften. Dafür brauchen wir nämlich auch den weinenden Obsidian. So, zack, 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 TNT, bumm. Ist das ein Kalaschikopf, ey. Alter, das hast du gecraftet. Das ist schon groß, das Ding. Krass, krass, krass. Ja, das ist so groß wie ein Mensch. Okay, Kelina, zünde die Bütze. Aber, vielleicht hauen wir jetzt von dem Mr. Enderman da hinten da das Haus weg. Es ging komplett kaputt. Es ist auch was passiert, glaube ich. Gott, Elina, und dein Shop. Du hast doch erst einen Kredit aufgenommen. Ja, das Ding ist... Elina, du hast bei mir deine Augen hinten. Ich weiß auch nicht, was los. Als ich nämlich das Meteor-TNT gecraftet habe, ist es nämlich im Haus verschwunden. Ich glaube, es wurden Meteore hier drin gezündet. Naja, egal. Wir brauchen ja nur noch das Launch-TNT und ich glaube, ich weiß noch, wie man das macht. Jetzt haben wir aber alle Crafting-Inhalte, das ist auch das Praktische. Ja, warte, ich glaube, das ging... Hast du mal eine Enderperle für mich? Wie ging das nochmal, das Launch-TNT? Ich glaube, das ging so irgendwie. TNT, du schaffst das schon, Elina. Und dann noch ein Gold. Hey, guck mal, wie ich meine Laterne halte. Ist das normal? Ich hab das Launch-TNT. Nee, das ist nicht normal. Aha, so sieht das aus. Aber lass mich vorher weglaufen. Nö. Goldapfel. Ja, doch nicht so nah an deinem Shop. Egal. Oh, nee. Das
das war richtig Mist. Ich glaube, da muss man für drin stehen. Ah, dass einen das so hochschießt? Ja. Kicken, kick mal. Alter, das hat mich so hochgeschleudert. Ich war so schnell. Ich habe einmal die Erde umkreist. Deswegen hast du gar nicht gesehen, dass ich in die Luft geflogen bin. Ach so. Ach so. Ja, jetzt reicht's mir, Ben. Ich zünde jetzt das Void-TNT. Es Void-TNT, ist Feierabend. Void-TNT, weg mit der Welt. So, das Ding ist, ich habe hier die... Oh! Ich habe gar nichts gemacht. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Oh! Aber hast du das schwarze Loch gesehen? Ich habe das schwarze Loch gar nicht gesehen, nein. Ja, weil du drin standest, glaube ich. Das war schon das crazy. War ein schwarzes Loch. Oh mein Gott. Soll ich dir was sagen, Ben? Nee, ja. Ich glaube, mein Shop, das lohnt nicht. Ich dachte, du hast mich geprankt, kommt jetzt. Nein. Das habe ich auch gedacht, als ich gesagt habe. Das klang voll komisch. Aber wie soll ich dich geprankt haben? Ich glaube, mein TNT, das geht besser auf jeden Fall. Aber mein Shop sieht auf jeden Fall cool aus. Ich glaube, der Shop war eine Fehlzündung. Ja, da wurde ich über den Tisch gezogen von den ganzen TNT-Verkäufern. Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da für die 1 Million Abonnenten. Wir stehen vor den 941 ganz viele Abonnenten. Und wenn ihr alle abonniert, habe ich bald die Million. Und das wäre sehr, sehr geil. So, Leute, haut rein. Tschüssi! Wir sind am Start und alle gehen hart, es geht ab.